Die Hexenjagd wegen der Verschlüsselungs-App Bylock nimmt kein Ende. Die Staatsanwaltschaft Ankara hat gegen 21 zuvor entlassenen Mitarbeitern des Bildungsministeriums und 21 ehemaligen Mitarbeitern des Sportministeriums Haftbefehl erlassen. Nach dem Rücktritt des Bürgermeisters von Istanbul, Kadir Topbaş, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen vermeintliche Bylock-Nutzer begonnen. In der Metropole wurden gegen 112 Personen aus dem öffentlichen Dienst Haftbefehl erlassen.